Gut, Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Wir sprechen heute über zwei Themen. Das erste Thema ist über der Engel Raphael. Und das zweite Thema ist über Vandalismus und Pogrom in Hamburg. Ich weiß nicht, ob wir alle die ganze Thema heute schaffen in unserer kurzen Zeit, aber lass uns fahren und Gott soll uns... Ja, es war am Freitag, am Schabbes, Vandalismus in die Straße, Jugendlichen haben verbrannt. Das ist Pogrom, zu nehmen Menschen, Feuer machen, die ganze Stadt verwüsten, egal wem, das ist Pogrom. Nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene. Ist noch schlimm, die sind auch verbittert und verrückt. Aber lass uns zum Thema gehen, Step by Step. Aber wir beginnen mit was Positives und dann gehen wir, wieso kommen Menschen auf solche Verbitterkeit und Ideen? Сегодня мы будем говорить о ангеле Рафаэле, и если мы успеем, вы сейчас, наверное, слышали, что на Шаббес были такие погромы, беспорядки страшные в городе Гамбурге. Als Авраам Авину, unser erster Vater, hat sich beschnitten, hat große Schmerzen gehabt. Und es ist gekommen eine Engel, ihm zu retten, zu heilen. Dieser Engel heißt Raphael. Raphael kommt von das Wort Rophe. Rophe heißt Arzt. Und in dem Moment, wo ein Mensch ist nicht gesund, kommt ein Arzt. Aber wir werden heute lernen, dass nicht der Arzt ist derjenige, der bringt die Medizin und die Heilung. Ist das denn nur als Ich werde versuchen, noch 5 Minuten sie zu lassen. Sie ist nicht ganz gesund in die Seele. Wenn sie wird sich nicht beruhigen, ich werde rufen der Schwester, dass sie rausnimmt. Ich verstehe sie sehr gut, aber ich habe die Menschen nicht bestellt nach ihren Qualität und ihren... Ot chamesh dakot. Niten la chance la shevet yafe. Wenn sie sieht gut, welcome, wenn nicht, rufen wir die Schwester und sie geht. Ich wiederhole noch einmal vom Anfang. Entschuldigung, eure Energie. Avraham Avinu war nicht gesund, er hat Schmerzen. Und es ist gekommen Engel Raphael und er hat ihn geheilt von seinen Schmerzen. Abraham было сделано обрезание, у него очень это было болезненно. И тогда на помощь ему пришел ангел Рафаэл. И это в переводе обозначает врач. Gut. Ich erzähle euch eine Geschichte, damit die Sache soll sein klar. Vor vielen Jahren ist gekommen ein Misnaget von Vilna, einer, der war nicht ein Hasid, ist gekommen zu dem Mesritscher Magid. Und er hat mit ihm gesprochen. Und der Mesritscher Magid sagt ihm, sollst wissen, neben jedem Doktor geht ein Engel. Kleine Doktor, kleine Engel. Große Doktor, Professor, große Engel. Und der Misnaget von Vilna hat nicht verstanden, warum hat ihm dem Rebbe so einen Satz gesagt. Warum ist es so wichtig, mir sowas zu sagen? Из Вильнюса один раз услышал от своего раввина такие слова, что маленькому врачу всегда сопутствует маленький ангел, а большому врачу-профессору всегда за его спиной стоит большой ангел. Всегда с врачом присутствует ангел. Фина, sei so lieb, es stört die Leute. Bitte. Du kannst doch ruhig sein, wenn du willst. Gut. Und dann, der Mann ist gekommen nach Vilna, zurück nach Hause. Es ist vorübergegangen, allein Zeit, er ist gewesen, weiteren Geschäften. Unterwegs. Jetzt ist die Nerven von den Leuten, tut mir leid. Wir rufen dem Schwester, sie holt sie. Entschuldigung. Ich verstehe sie. Sie brauchen Strecke. Das ist in Joschen für die anderen.
Ich verstehe. Gut, egal, ich erzähle weiter. Also der Mann ist gegangen und er war in ein Hotel und er ist geworden sehr krank und seine Lage ist gewesen sehr schlecht, aber der hat viel Geld und jeden Tag hat man gebracht andere Doktor und es hat nicht geholfen. Und alle Ärzte haben gesagt, es ist Frage von ein paar Tagen und du gehst da weg. Ein Tag hat er gehört, dass irgendwo in der Stadt gibt es einen Gast im Hotel, Friedrich der Große, der König von Prussia. Der König von Prussia. Und der hat einen Arzt, der heißt Dr. Ernst Gardier. Dr. Ernst Gardier ist der persönliche Arzt von Friedrich der Große. Und der Mann, der krank gewesen, hat gesagt, ich will nicht Geld sparen, tun Sie mir einen Gefallen und holen Sie mir bitte diesen Doktor zu mir. Nathalie, es geht nicht, man muss sie rausnehmen. Also die Leute leiden, die machen mir später Vorwürfe. Schon okay, sie geht raus. Ich verstehe euch so gut, weil ihr wollt konzentrieren und verstehen und sie macht die Frequenz, die Stimmung so, aber was soll ich machen? Sie ist nicht ganz gesund. Okay, wir erzählen weiter. Also, der große Arzt Ernst Gardier kommt zu seinem Bett und er lacht. Was bringt ihr mir zu einem Bett von einem Teuter? Er geht bald sterben. Was gibt ihr zu tun? Sagen die Familie und die Verwandte, mach doch etwas. Er kommt nah zu ihm, er nimmt seine Hand, er kontrolliert ihn und in dem Moment, wo er kommt, es wird ihm schon besser. Schon ein bisschen besser, sieht man eine kleine Besserung. Dann schreibt er ein paar Medikamente, sagt, geh zur Apotheke, hol das. Halbe Stunde ist vorbei und es geht ihm schon besser, sagt der Dr. Ernst Gardier, ich glaube, man braucht eine andere Mischung, ein anderes Cocktail von Medikamenten. Rezept, danke. Und so in dreiviertel Stunde, der Mann ist schon ganz auf der Richtung von Genesung und sagt dem der Kranke, Herr Doktor, jede Minute, wo Sie bleiben hier, Engel Raphael ist da. Bleib da, ich werde gesund sein. Der Arzt hat gesagt, hi. Also von welchem Engel sprichst du? Sagt er, bleib noch 10 Minuten und komm morgen wieder. Am nächsten Tag ist er gekommen. Und der Mann sitzt schon auf seinem Bett, vom Tod zum Sitzen. Und sagt ihm der Mann, Sie wissen, mein Rebbe hat gesagt, neben jedem kleinen Doktor gibt es einen kleinen Engel. Neben jedem großen Doktor gibt es einen großen Engel Raphael. Sind Sie ein großer Doktor, Mr. Ernst Gardier? Sie sind der Arzt von Friedrich der Großen, der Melech von Prussia. So ein großer Mensch, sagt der Arzt. Wie heißt dein Rebbe? Sagt er, Mesritscher Magid. Gut. Nach 3 Monaten war der Doktor sehr neugierig. Er ist gekommen zu dem Mesritscher Magid. Und der Mesritscher Magid hat gesagt, oh, auf dich habe ich gewartet. Mein Fuß tut weh. Ich bin verletzt.
Schon jahrelang kann ich nicht gehen auf den Fuß. Aber deine Neshome, deine Seele ist verletzt. Ich mache mit dir ein Deal, eine Machung, eine Mitmachung. Ein Abkommen, danke. Ein Abkommen. Sie werden retten meinen Fuß und ich werde retten deine Neshome, deine Seele. Und so hat man herausgefunden, dass Dr. Ernst Gardier heißt Aaron, er ist Aid, aber assimilierter, ein weiter, ein säkulärer, ein moderner, ein intellektueller. Aber in dem Moment, wo er hat gehört, dass Engel Raphael ist derjenige, der gibt ihm dem Kraft, ist er geworden zurück zu seinen Wurzeln. Und irgendwann sagt er dem Mizritscher Magid Rebbe, ich bin ein gläubiger Mensch, aber die alte Denkweise kann ich nicht loslassen. Ich denke noch weiter wie früher. Ich lerne die neue Teure, die neue Glaube, aber ich fühle mich, dass ich gehöre noch zum alten Zeiten, zum weltlichen, sagt dann der Mizritscher Magid, ich erzähle dir. Einmal war im Stadt ein Mann, der hatte eine Kneipe. Und in dieser Kneipe hat er verkauft Branfen, Wodka, Alkohol. Aber es war ein Problem, die Leute haben 24 Stunden geklopft. Weil ein Mensch will auch in Mitternacht ein Gläschen. Irgendwann hat er entschieden, es ist zu viel. Er will schließen dem Kneipe und er öffnet eine Bäckerei. Bäckerei ist andere Stunden, von 3, 4 Uhr morgens bis 3, 4 Uhr Mittag und dann hat er noch sein Leben. Und am Anfang haben noch Leute geklopft und gesagt, hast du Wein? Sagt er, nein, kein Alkohol jetzt, nur Brot. Sagt er dem Rebbe, bei dir ist noch eine Kneipe im Kopf. Kommen die alten Gedanken. Ich gebe dir einen Tipp. Du sollst öffnen die Gedanken und sagen die Gedanken, komm mal rein, aber ich verkaufe keine Wein mehr. Ich verkaufe jetzt Brot. Ich habe eine andere Sache. Und so kannst du umgehen mit den Gedanken. Lassen rein und sagen, ich habe mich geändert. Ich will es nicht. Когда врач вернулся в Вильнюс, и ему запали эти слова очень сильно в душу, что когда он узнал, что за каждым врачом стоит ангел. И когда он это услышал, он вспомнил и вернулся к своим корням. Он понял, что его зовут Аарон, и он начал врачевать и не только тело, но и мог исцелить и душу, помогал людям. Es war einmal ein Tzadik, ein Amora, sein Name war Rabbi Matia ben Harash. Der Mann war ein großer Tzadik und er hat nie geguckt auf eine verheiratete Frau. Der hat nur geguckt, wo man gucken soll. Und Gott uloistakele shumtzad. Und ein Tag sagt Gott zu seinen Engeln, nu, was sagt ihr auf mein Tzadik, Rabbi Matia? Sagt der Satan, ich gehe ihn prüfen. Und der Satan hat sich angezogen wie eine hübsche Dame, wie die Zeit von Tuval Kain und Hanoch. Steht geschrieben, da sind gekommen außerirdische, hübsche Frauen von Himmel. So steht in die Bibel. Bnot Elokim, Töchter Gottes. Und diese hübsche Frau kommt zu Matia ben Harash. Und sie hat ihn begonnen zu verführen. Und Rabbi Matia ben Harash war so aufgeregt, er hat genommen eine Nadel und er hat diese Nadel hat genommen in Feuer und gelegt in seine Augen. Er hat gesagt, ich will blind sein, ich will nicht mehr gucken in diese Welt, in Sachen, die man nicht braucht. Und Gott hat gesagt, ai, was für ein Fehler. Ich schicke sofort den Engel Raphael, ihm zu heilen. So erzählt uns Midrash Tanchuma. Kommt Engel Raphael zu Matia ben Harash, sagte Matia, was willst du?
sagte, ich will deine Augen heilen, reparieren, le rapé, zu heilen. Sagt er, nein, ich brauche nicht meine Augen. Sagt Gott, ich gebe dir Garantie, dass du mehr keine Lust hast, zu gucken auf verheiratete Frauen. Und Gott nimmt Garantie. Und dann hat er bekommen seine Augen und nicht mehr geguckt. Und so sehen wir, dass Engel Raphael ist zuständig auch für unsere Augen. Nicht nur für unsere Medizin, auch für unsere Ohr, für unsere Licht im Auge. Rabbi Matthew war sehr праведным садиком, и он даже не смотрел на замужних женщин. Он был очень праведный. И тогда решили ангелы его испытать. И сатана переоделся очень красивой женщиной, еще с тех времен такой красавицы, что говорили, это были дочки Бога, такой красотой они обладали. И тогда он к нему подошел, и Раби Матья взял накаленную иголку в огне и выколол себе глаза. И тогда Бог сказал, что же случилось? Я хочу вернуть тебе твои глаза. И он послал ангела Рафаэла, чтобы он ему вернул свет. И Раби Матья сказал, что ему не нужно это, что он не хочет ни на что смотреть. Но он сказал, но Бог дал ему гарантию, что он вернет ему свет, его глаз, и что больше не будет никогда в его жизни таких искушений. Таким образом, ангел Рафаэль не только отвечает за медицину, за здоровье, но и отвечает за свет наших глаз. Der Koschnitzer Magi, der Magid von Koschnitz, hat ein kleines Kind geworden, sehr krank. Und er hat gebetet und gebetet und er hat gesehen, der Himmel ist zu. Er ist gegangen zu seinem Freund, Reb Levitschak von Bardichev, sagt, Rebbe, rate wird, helf mir, bete für meinen kleinen Sohn. Und Reb Levitschak hat gebetet und sein Kind ist gesund geworden. Kommt der Koschnitzer Rebbe zu Reb Levitschak von Bardichev, sagt er, wieso? Ich habe gebetet, war der Himmel zu. Und wenn du hast gebetet, war der Himmel offen. Sag dir, ich sag dir die Wahrheit. Als ich habe gebetet, ich habe gesehen, dein Kind im Himmel ist geschrieben, tot. Er wird sterben. Und da habe ich getroffen Engel Raphael. Und ich habe gesagt, Engel Raphael, kann man etwas machen? Sagt er, nein, wurde schon geschlossen im Himmel, dass er wird nicht leben. Aber es gibt ein Patent. Ein Patent, dem er geht das so. Weißt du, was heißt das so? Ja. Andere Weg. Du sollst beten für alle Kinder. Und dieses Gebet wird kommen im Himmel. Und da wird dein Kind gesund sein. Und so Rabbi Levitschak hat begonnen zu beten für alle Kinder in der Welt. Und hat man entschlossen, dass sein Kind soll auch gesund sein. Bis heute, wenn jemand will gesund sein oder werden oder segnen, Refuah Shlema, soll er beten, Lekol Cholim, Lekol Acholim, zu alle Kranke. Und da ist er inklusiv. Когда человек хочет, чтобы кто-то выздоровел, он должен молиться за всех, чтобы все были здоровыми. Это показывает история одного раввина, когда его сын заболел, и он молился, но его молитвам не были услышаны. И тогда он пришел к другому раввину, Леви из Бердичева, и попросил его помолиться. И он молился не только за его ребенка, молился за всех детей, чтобы они были здоровы. И таким образом эта молитва дошла напрямую до Бога. Und jetzt erzähle ich euch ein Geheimnis. Manchmal, wenn ein Mensch isst, bleibt in seinem Hals Kreten oder von Wassermelone die Kerne. Es gibt einen Spruch von Engel Raphael. Wenn jemand ist im Hals angesteckt, stecken geblieben, soll er sagen, Chad, Chad, Nachid, Bala, Bala, Nachid, Chad, Chad. Oder in andere Wörter, Chad, Chad, also soll er machen. Und da ist ein bisschen raus. Also aber der Spruch heißt, Chad, Chad, Nachid, Bala, Bala, Nachid, Chad, Chad. So steht geschrieben in unseren Schriften. Es ist interessant, auch spontan,
macht der Mensch Chat, Chat, Nacht, Bala, Pch, Pch, also macht so, bis Bagmara. Chat, Chat, Nacht, Bala, Bala, Nacht, Chat, Chat. Das ist der Spruch von Engel Raphael. Wenn ein Mensch ist ihm geblieben, ein Stecken, Krete im Hals. Wenn jemand hat vergessen, der Spruch, und er hat eine Krete im Hals, soll er mich anrufen. Ja, das ist. Dann sage ich ihm den Spruch. Nein, mache ich Spaß. Besser rufen die Schwester. Sie kommt schneller als der Spruch. Aber es ist interessant, dass der Talmud damit beschäftigt, mit diesem Spruch, um sich zu retten von Krete im Hals. Есть такая определенные слова, поговорка ангела Рафаила, когда человек чем-то поперхнулся, и у него что-то осталось торчать в горле. Jetzt gehen wir zu unserer zweiten Thema. Es ist verboten, etwas in dieser Welt zu verschwenden oder zu nutzen zu einem anderen Zweck als ist dafür geeignet. Das heißt, nicht nur Sachen von jemand anders, sogar deine Sachen, deine eigene Bäume, deine eigene Teller, deine eigene Geld, deine eigene, es ist eine Issur von Torah, eine strenge Verbot, Sachen zu stören, Sachen zu wegwerfen, Sachen zu verschwenderisch zu machen. Ich gebe ein Beispiel. Steht geschrieben in Torah, im 5. Buch Mosche, sogar im Krieg darf man nicht Bäume mit Früchten abreißen. Das heißt, auch im Krieg, wenn man braucht den Weg, sagt die Torah, nein, vergiss nicht, Krieg ist Krieg, aber verschwenderisch ist unnötig. Du kannst den Krieg machen, aber du brauchst nicht unterwegs alles kaputt zu machen, weil das verschwendet deine Seele. Und sagt der Talmud, darf man nicht Geschirr kaputt machen, darf man nicht Kleider kaputt machen, darf man nicht ein Gebäude kaputt machen, darf man nicht eine Brunnen werfen, Stein, eine Brunnen, die hast du davon getrunken, du sollst nicht werfen einen Stein darüber. Ein Mensch soll nicht verschwenden, essen, soll er nicht Tiere im Wald nehmen eine Pistole und bumm, 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 weil es macht ihm Spaß. Soll er nicht werfen Geld? Es gibt Leute, sie sehen irgendein Sprudelwasser, sie nehmen Münzen von der Tasche und werfen Geld. Springbrunnen. Springbrunnen. Oder in die Wörter von unserer Halacha. Kol amekalkel davar, שיכול להונות לו בני אדם, עובר בלא תעשה. Jeder, der verschwendet Sachen, die Menschen davon genießen kann, verschwendet sich Gott, die Welt und alles. Und jetzt gibt es in die Welt frisch, gesund und Mischuge, Kinder, die machen gar nicht, Vandalisten, anstatt zu gehen, arbeiten und sauber machen und den Wald zu putzen, um die Stadt schöner zu machen. Was machen sie? Sie machen kaputt Vermögen von anderen Leuten. Und das ist nicht normal. Das ist verrückt. Das ist Schande für diese Eltern, dass sie haben solche Kinder gebracht in die Welt, wo sie haben nicht was zu tun. Und ihre Wut, anstatt sich ihr Schicksal in die Hände zu nehmen und selbstreich sein, was machen sie? Kaputt die Gebäude von jemand anders, nehmen Feuer und verbrennen dem Auto, kritzen, machen alles kaputt unterwegs. Warum, wieso, von wo kommt so eine unmenschliche Benehmung? Von wo kommt das? Von wo kommt ein Mensch, um zerstörerischen Wut etwas kaputt zu machen? Das will ich heute erklären, von wo kommt das? Von wo kommt das in die Neshome, in die Seele, dass ein Mensch frisch, gesund und meschuge macht kaputt Sachen von jemand anders? Das will ich einmal erklären. In Talmudi написано, что человеку запрещено уничтожать вещи, которые приносят пользу, могут принести пользу другим людям. Нельзя испортить просто так, от нечего делать,
вещи, одежду, леса, животных убивать, портить вещи других людей. Это полностью запрещено. И то, что мы видели сейчас, почему молодые люди, неизвестно почему, стараются очень много нанести разрушений, испортить различные дома, уничтожить имущество других людей, вместо того, чтобы сделать свой город еще более красивым и хорошим. Es gibt zwei Gründe, warum. Keine Angst vor Gott oder keine Angst vor der Regierung. Avraham Avinu sieht, dass sie nehmen seine Frau und sie wollen mit seiner Frau zerstörerisch machen. Sagt Avraham Avinu, wenn Leute haben keine Angst vor Gott, sie glauben, alles gehört denen, denn die sind fähig, alles zu tun. Sie haben keine Hemmungen in dieser Welt. Im En Rakirat Elokim Bamakomase, Varaguni al Dvarishti. Wenn Menschen haben keines Gottes Fürcht, die sind bereit zu nehmen einen Mensch und ihm kaputt machen und töten, spielt keine Rolle. Warum? Weil sie haben keine Furcht von Gott. Das ist die Grund Nummer eins. Первая причина, почему люди делают такие вещи, что они не боятся Бога, они живут без Бога, они думают, что все принадлежит им, что все в их власти, они могут делать, что они хотят, они могут разрушать, они могут убивать, они не боятся Бога. Die zweite Sache ist, der Mensch hat in sich animale Kräfte, Raubkräfte, wie ein Balchai, wie ein Haie. Wie ein Tier. Wie ein Tier. Und sagen unsere Weisen, bete für das Wohl der Regierung. Wenn du lebst in Amerika, sollst beten, soll Amerika stark sein. Wenn du lebst in England, sollst beten, soll England stark sein. Wenn einer wohnt in Deutschland, soll er beten, soll die deutsche Regierung, die Soldaten und die Polizisten stark sein. Warum? Steht geschrieben in Sprüche der Väter, hätten die Menschen nicht Angst von der Polizei, werden sie eine dem anderen lebendig anschlingen. So wie die Fische in die Meer. Kommt der große Fisch und isst die kleine Fisch. Der Mensch ist wie ein Tier, wie eine Haie. Und in dem Moment, wo er hat keine Angst, macht er, was er will. Aber in dem Moment, wo er hat Angst und er weiß, was passieren kann, wenn er nicht richtig benimmt, er wird zweimal, dreimal, viermal überlegen, vor dem, dass er tut etwas. Das heißt, eins, keine Angst von dem Chef im Himmel. Zweitens, auch keine Angst von der Regierung hier unten. Was können wir machen? Wir können beten, dass die Regierung soll, sogar die Vögel sind einverstanden. Habt ihr gehört? Die Vögel zwitschern. Schlomo, du hast recht. Applaus zu den Vögeln. Hast du gehört? Die Vögel sind... Die zweite Sache ist, die Menschen haben keine Angst vor der Rebäunische Leulung, aber sie haben auch keine Angst vor der Polizei. Sie haben keine Angst, weil sie haben gar nichts zu verlieren. Die sind schon sowieso verbittert und sie leben auf Arzt 4. Und sie gehen nicht arbeiten. Und jetzt kommt. Gerade Menschen, die machen Vandalismus, das sind Menschen, die haben alles bekommen auf eine silberne Tablette von ihrem Land. Was machen sie? Sie spucken zurück in den Brunnen, wo sie haben getrunken. Anstatt dankbar zu sein und sagen, Dankeschön, die Regierung ist lieb, sie gibt uns Sozial, sie gibt uns Medizin. Sie gibt uns Straße, sie gibt uns Licht, sie gibt uns Flughafen, sie gibt uns Zug, U-Bahn, Bussen, Infrastruktur, so viele gute Sachen. Was machen sie? Nehmen eine schöne Stadt wie Hamburg, eine Stadt, die schon seit 12. Jahrhundert jeden wohnen in Altona. Schöne Stadt, mit schönen Affen, mit guten Fisch. Mit gutem Restaurant. Und was machen sie? Kaputt. Kaputt ist so leicht zu machen. Ho, ho. Bauen,
dauert lang, lang, lang. Kaputt in ein paar Stunden. Genau. Die ganze Stadt ist schon kaputt. Und deshalb, ich möchte heute reden zu allen Eltern. Vater und Mutter müssen achten, ihre Kinder. Soll ihre Kinder nicht so viel Filme und Spiele spielen, wo man Sachen zerstört. Ta, 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 ta. Also die Kinder sitzen heute und zerstören und vandalisieren die ganze Zeit. Kinder spielen schon die ganze Zeit Pogrom und Vandalismus. Und irgendwann, wenn sie schießen so viel und töten so viel, sie gehen auf die Straße, sie glauben, die sind in Hollywood, sie glauben, die sind in Film. Es ist so schön, Feuer, jeden Auto legt man rein, Feuer, es brennt, schön, oder? Es ist schön, wenn du sitzt an deinem PC. Aber wenn du machst das auf Menschen, die haben schwer gearbeitet auf ihre Geld, das ist Schande, das ist Unverschämtheit, das ist eine Angst für unsere Welt. Unsere Welt kann so kaputt gehen, ein Staat nach dem anderen. Deshalb beten wir uns für die deutsche Meluche, für die deutsche Regierung, soll sie stark sein, soll sie nicht gnädig sein für solche Barbaren, die wollen diesen schönen Staat oder diesen anständigen Land, die so viel Vorteile hat, kaputt machen. Und steht geschrieben, Heve mit Palel bishloma shel Malchut. Bete für die Wohl, das Shalom von der Regierung. Weil sonst wird sein in diesem Land Anarchie, es wird sein kaputt, also es ist nicht gut. Es ist besser, dass sie haben das in der Hand, als jeden Bandit hat die Waffe in der Hand. Ja? Sag sie. Auch zu wenig Strafe bei dieser. Das sage ich, das sage ich. Zwei, drei Tage, ach, sie waren betrunken, raus damit. Eben. Ja, nicht nur heute, seit 50, 60 Jahren. Bitte schön. Вторая причина для такого поведения людей – это не только, что они не боятся Бога, они не боятся и правительства, то есть они не чувствуют наказания за те дела, что они творят. То есть это большой позор для родителей, которые воспитали таких детей, которые вместо того, чтобы заниматься чем-то хорошим, созидательным делом, идут на улицы и разрушают то, что было создано большим трудом. И поэтому родители должны очень внимательно следить за воспитанием своих детей, чтобы они не смотрели таких агрессивных фильмов, не играли таких агрессивных игр компьютерных, потому что когда дети выходят на улицу, они думают, что эта игра идет дальше. И поэтому каждый человек должен молиться за ту страну, где он живет, потому что эта страна дает многим людям очень много положительного, дает столько шансов и столько возможностей. Was können wir machen praktisch? Nummer eins, wenig verschwenden unsere Sachen. Also, wenn einer will essen, soll er nicht nehmen vom Buffet drei Brötchen, vier Stückel Fleisch, drei Joghurt. Und zum Schluss, was macht man? Vom Tisch wird alles geworfen. Fleisch und Joghurt passen zusammen. Moment, wir reden jetzt über Verschwenden. Wir reden jetzt über Verschwenden. Wenn ein Mensch nutzt zu viel und wirft raus viel Essen und viele gute Sachen, sie haben eine halbe Flasche Saft, sie wollen nicht mehr trinken. Manchmal sehe ich meine Kinder, sie haben gegessen halbe Apfel, sie haben einen großen Apfel und sie wollen die andere Hälfte wegwerfen. Sag ich, ist das normal? Ist das normal, halbe Apfel wegzuwerfen? Sagt er, ja, aber ich will nicht zu Ende essen. Was machen die Älteren? Okay, warf. Es beginnt alles zu Hause. Es beginnt zu Hause mit halbe Apfel. Es gibt zu Hause, dass man kauft nicht so viel überflüssige Schuhe und so viel Kleider. Man kann noch reparieren und man verschwendet nicht so viele Sachen. Wenn wir jeden einen wird achten bei uns, um nicht verschwenderisch zu sein, vielleicht wird das auch weitergehen bei denjenigen, die viel verschwenden, die aggressiv verschwenden. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wir sollen auch
beten für das Wohl der Regierung und nicht so viel Kritik ausüben die ganze Zeit. Was machen die Leute? Sie sagen die ganze Zeit Aids. Sie geben Ratschläge. So ist gut zu machen und so ist nicht gut zu machen und das ist falsch zu machen. Und der ist ein Meschugener und der ist ein Radikaler und der ist ein Verrückter und das ist rechtsradikal und das ist linksradikal. Und die Merkel ist schon zu alt und der von Hamburg ist schon zu jung. Und man hat immer Kritik. Sagen unsere Weisen, niemand hat dich gebeten für Kritik jetzt. Und ein Beweis, sie sitzen dort oben und du nicht. Das Einzige, was du machen kannst, bete, sollen sie kriegen einen guten Rat. Sollen sie kriegen einen guten, vernünftigen Eze, Idee, wie die Sache zu packen. Gerade wir Jiden, die wohnen hier in Deutschland, wissen und haben Angst und wir sind auch traumatisiert zu wissen, wie beginnen solche Sachen. Als ich habe gesehen, die Vandalisten laufen, bei mir im Kopf war nicht jetzt Straße mit Autos, mit Feuer. Bei mir sind Bilder von unseren Bewohnern, die haben schon diese Bilder schon gesehen in ihren Augen. Und deshalb, wir müssen achten und warnen die Welt, solche Bilder passen nicht zum 2007. Es passt nicht zu unserer Welt. Fahr lieber nach Urlaub. Fahr nach Schweiz, nach Italien. Geh baden im Schwimmbad. Geh tanzen. Sollst machen einen Kurs von Steps in dem Sommer. Steps ist zu tanzen mit den Füßen. So. Anstatt zu brennen dem Auto, kannst nehmen Zirkus und drei Feuerstück in die Hände lernen, jonglieren. Mach einen Kurs zum Jonglieren mit Feuer. Willst du spielen mit Feuer, mach einen Grill. Lad an alle deine Freunde und mach ein Feuer und gib alle Freunde Würstchen und Fleisch und mach ein schönes Feuer. Du brauchst nicht dem Auto von jemand kaputt machen und die ganze Straße und Geschäften, die Menschen jahrelang ihre Existenz gebaut, so schnell ohne Hemmung kaputt zu machen. Was, die sind schuldig. Es waren in diesem Feuer 7 Autos von behinderten Leuten. Was haben die behinderten Leute gemacht? Das kommen Banditen und machen ihre Autos kaputt. Was sind schuldig Eltern, die haben kleine Kinder, sie müssen am nächsten Tag die Kinder fahren und die Auto ist abverbrannt. Warum? Weil manche sind verbittert, weil manche sind Vandalisten, weil manche wollen nicht ihr Schicksal in ihre Hand zu nehmen selbst. Что мы можем делать, это в нашей повседневной жизни не быть такими, не растрачивать ресурсы, да? То есть то, что мы имеем, надо быть этим довольным, да, не десятую обувь покупать. Если мы хотим что-то поесть, то не надо набирать слишком много всего, что потом половина выкидывается, да? И второе, мы должны молиться за нашу... за наше правительство в той стране, где мы живем, потому что это правительство делает много для нас. И вот эти картинки, которые сегодня, которые были видны, это очень страшно. И такие картинки не должны быть в 2017 году, потому что ваше поколение видело уже такие картинки, вот эти погромы, вандализмы, да. И что люди, которые большим трудом зарабатывали все эти деньги, они никак не виноваты в том, что вот сейчас с ними случилось. И мы должны молиться за правительство, чтобы им пришли хорошие идеи, как они могут бороться с этим, и чтобы эти люди взяли свою жизнь в свои руки и занимались каким-то делом. Если они хотят играть с огнем, пусть они лучше пригласят к себе всех в гости и сделают гриль, чем сжигать машины чужие. Ein Tag kriege ich ein Telefon, jemand nicht weit von Wien, und er hat erzählt, dass er hat von mir gehört, dass meine Mutter, seligen Andenken, hat immer am Sonntag genommen das Rest Challe vom Schabbes und sie hat die Challah, das Brot, was ist geblieben von Schabbat, hat sie gelegt in Eier und Milch und gelegt in eine Pfanne. Und hat man nie geworfen, das Brot, was ist geblieben. Und nicht nur das, es ist geblieben Brot, hat man gemacht später, Knederlach, oder gelegt in die gefüllte Fisch, oder es ist geblieben zu viel Brot, ich kann mich erinnern, hat man gelegt alles in den Ofen, und später war das so Sucharinkes, und hat man gemacht
Semmel, hat man selbst gemacht Semmel. Aber Semmel ist Paniermehl. Paniermehl. Hat man die Sache, wie? Semmelbrösel. Semmelbrösel, danke schön. Also das heißt, sogar das jüdische Essen ist fast alles Recycling. Gefüllte Fisch ist die ganze Karpfen komplett, wird nichts geworfen. Knederlach ist alte Brot. In jeder Sache wird die ganzes Essen noch einmal bearbeitet, aber man werft nicht. Wo haben wir das gelernt, dass man verschwendet Essen? Darf man nicht. Es war einmal hier in Frankfurt eine Beerdigung von Juden so aus Rumänien und sind auch gekommen verschiedene Gäste. Und bei der Beerdigung nehmen sie Geld und werfen in Grab. Es war ein Rabbiner hier und der Rabbiner schreit, hey, bei Juden werft man nicht Geld. Es ist nicht unsere Sitte. Bei Juden holt man Geld. Werft man nicht. Wer werft sowas? Wer werft Geld? Geld ist eine... Wer werft Geld? Oder wer zerstört Geld? Eine, der auf sein Geld nicht gearbeitet. Eine, die ihm dieses Geld nicht gehört. Ich will sehen, ob der Vandalist wird auch kaputt machen seine Vermögen. Nee. Auf seine achtet er. Aber dem anderen will er kaputt machen. Gut, lass uns nicht so viel negativ reden. Ich wollte nur erwecken. Zwei Aspekte. Wenn etwas passiert in die Welt, wir können es nicht ignorieren. Eins, wir müssen uns besser sein und nicht verschwenden so viel. Zweitens, wir müssen auch für Shalom beten, auch in diesem Land. Bei mir in die Synagoge sagen immer die Leute bei der Torah, Shalom in Israel. Gut, Shalom in Israel ist wichtig. Und was ist Shalom in Deutschland? Und was ist Shalom in Europa? Hier ist schon alles Mashiach-Zeit. Also wir haben gesehen dieses Wochenende, dass Moschiach ist auch weit von Deutschland. Also wir müssen auch beten, soll auch hier in dieser Umgebung soll Frieden herrschen. Ja. Два аспекта сегодня очень важных, что мы должны молиться, чтобы здесь и в нашем городе, и в нашей стране, и в Европе, и во всем мире, чтобы был мир. И второе, что самое главное, чтобы мы не такими были транжирами и тратили и выбрасывали те ресурсы, которые у нас есть. Ein riesen Applaus zu Natalia zu übersetzen. Ja. Das ist Demokratie. Gott soll helfen. Amen. Litro, Todaraba.